Das Geheimnis eines perfekten Kleiderschranks liegt nicht in der Komplexität. Du brauchst nicht tausende Kleidungsstücke, zig Schuhe und unzählige Accessoires, um eine geile Garderobe mit Kleidungsstücken zu haben, die du liebst und mit denen du viele verschiedene Outfit-Möglichkeiten hast. Eine gut durchdachte Garderobe ist viel wichtiger. Also zeige ich euch heute, wie ihr den perfekten Kleiderschrank baut. Was geht, Freunde? Willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich weiß, dass viele von euch da draußen Schwierigkeiten damit haben, also dachte ich mir, ich zeige euch meine Tipps und Tricks, um einen perfekten Kleiderschrank aufzubauen. Lasst uns direkt loslegen. Das erste, was ihr für eine solide Grundlage braucht, ist das richtige Schuhwerk. Egal, ob ihr Sneaker-Fans seid oder nicht, es spielt keine Rolle. Ihr benötigt 4 Arten von Schuhen in eurer Garderobe. Als erstes braucht ihr ein paar komplett weiße Sneaker mit minimalem Branding. Hierzu bieten sich beispielsweise die Balenciaga Runner, die Reebok Club C85 TV, die Louis Vuitton Trainer oder auch die klassischen Air Force One in weiß an. Diese könnt ihr sowohl schick als auch leger kombinieren. Danach benötigt ihr einen sportlichen Sneaker, für die Tage, an denen ihr ins Fitnessstudio geht oder allgemein einen sportlicheren Look bevorzugt. Als drittes solltet ihr einen Boot haben, der zu allem passt und zeitlos ist. Hierzu kann ich euch die Boots von Root ans Herz legen oder auch die klassischen Doc Martens, die DM Boots oder meinen persönlichen Grey, den LV Trainer Snow Boot. Und dann braucht ihr natürlich auch noch einen klassischen Schuh, den ihr für besondere Anlässe im Schrank habt. Mit diesen 4 Arten von Schuhen habt ihr für jeden Look, den ihr anstrebt, das passende Paar. Bei Hosen gibt es eigentlich nur 4 Arten, die ihr braucht. Fangen wir mit dem offensichtlichen an, Jeans. Jeans sind am vielseitigsten und ihr könnt sie zu fast jedem Anlass tragen. Ob beim Chillen mit Freunden oder einem Date, Jeans gehen immer. Hierbei müsst ihr nur darauf achten, welchen Fit und welche Waschung ihr bevorzugt. Ich würde jedem eine hellblaue Denim und eine schlicht schwarze Denim empfehlen. Damit kann man nie was falsch machen. Gute Jeans findet ihr bei Represent, Acne Studios oder auch bei mir. Nur sind meine Jeans leider alle komplett ausverkauft, aber keine Sorge, der Restock kommt bald. Als nächstes dürfen Cargohosen nicht fehlen. Das Tolle an Cargohosen ist, dass es so viele verschiedene Optionen gibt. Cargohosen mit Muster, Cargohosen mit einem Baggy-Fit, gewaschene Cargos und. Achtet darauf, dass sie zu eurem Stil und zu euren Proportionen passt. Als nächstes haben wir Sweatpants. Wer liebt es nicht, Sweatpants zu tragen? Sie sind die bequemsten von allen und perfekt, wenn ihr etwas Gemütliches und Lässiges tragen möchtet. Hierzu kann ich euch die Sweatpants von Root, Repute Vision oder auch meine eigenen empfehlen. Schließlich braucht jedermann ein paar Chinos bzw. Anzugshosen für den Alltag. Ihr werdet sie nicht die ganze Zeit tragen, aber es ist gut, sie zu haben, falls ihr mal etwas schicker unterwegs sein wollt, zum Beispiel für ein Date oder ein Familientreffen. Es ist immer gut, ein paar im Schrank zu haben, einfach für besondere Anlässe. Machen wir weiter mit Oberteilen. Oberteile sind wahrscheinlich einer der wichtigsten Teile und wenn ihr nicht die richtigen habt, kann euer Outfit komplett beschissen aussehen. Fangen wir mit einigen einfachen T-Shirts ohne Logos an. Schwarz und Weiß sind am sichersten, da ihr sie entweder alleine tragen oder unter einer Jacke oder einem Hemd layern könnt. Die zweite Art von Oberteil, die ihr braucht, sind Sweater. Sweater sind meiner Meinung nach komplett unterschätzt, aber sie sind eine perfekte Zwischenoption, wenn ihr keine Lust auf ein Hoodie habt und es einfach fürs T-Shirt zu kalt ist. Perfekt für die Tage, an denen es weder zu heiß noch zu kalt ist. 1-2 geile Sweater sollten immer in eurem Kleiderschrank sein. Ich persönlich bevorzuge Knit-Sweater. Ich finde Knit-Sweater sind einfach das Geilste, was es aktuell gibt. Hierzu würde ich unbedingt Fear of God oder Represent abchecken. Das dritte unverzichtbare Oberteil ist natürlich der Hoodie bzw. der Zip-Hoodie. Ihr braucht einfach ein paar Hoodies in eurem Kleiderschrank für die cozy Tage oder an den Tagen, wo ihr euch einfach gar keinen Kopf machen wollt um euer Outfit und einfach entspannt unterwegs sein wollt. Und abschließend noch Hemden. 1-2 Hemden für besondere Anlässe, 1-2 Freizeithemden, die ihr mit den weißen T-Shirts layert und vielleicht noch ein paar Denimhemden, einfach damit ihr für alles versorgt seid. Bei Outerwear gibt es eigentlich nur 5 Arten, die ihr braucht. Eine Pufferjacke ist im Winter meiner Meinung nach unverzichtbar. Schwarz ist eine gute Wahl, weil schwarz einfach immer geht. Ich meine, ihr tragt die Jacke jeden Tag und daher würde ich einfach sicher gehen und schwarz tragen. Als nächstes haben wir die College-Jacke. College-Jacken machen eure Outfits interessanter durch die verschiedenen Farben, Muster und Logos. Weiter geht's mit den, wer hätte es gedacht, Bomberjacken. Hierzu könnt ihr mit einer klassischen Alpha-Jacke gehen, am besten Vintage. Die alten Fits waren meiner Meinung nach einfach deutlich, deutlich besser. Oder auch jede andere Art von Bomberjacke ist in Ordnung. Bomberjacke mit Kragen, Lederbomber, Nylonbomber, Baggy oder Taliert, was auch immer euch gefällt. Als viertes eine gute, zeitlose Lederjacke, die euren Stil widerspiegelt. Die darf einfach nicht fehlen. Und letztlich dann noch ein schön geschnittener Wollmantel. Der Mantel ist einfach zeitlos und ist einfach für die Tage, an denen man sich etwas schicker stylen möchte, ein Must-Have. Und nun zum letzten Punkt, Accessoires. Accessoires verwandeln euer Outfit von einer 7 in eine 10 und können sogar teilweise sehr günstig sein. Lasst uns 3-4 sichere Accessoires besprechen, in denen ihr gut aussehen werdet. Eine silberne oder goldene Kette, eine erschwingliche, aber gut aussehende Uhr und ein paar Ringe, vielleicht 2 oder 3 Ringe. Und meiner Meinung nach darf auch noch ein bisschen Armschmuck nicht fehlen. Wenn ihr diese Accessoires habt, werdet ihr feststellen, dass euer Outfit viel, viel vollständiger aussieht. Das sind die Grundlagen für den Aufbau eines perfekten Kleiderschranks. Am Ende geht es natürlich um euren Geschmack, eure Ästhetik und das, was euch glücklich macht. Ich hoffe, ich konnte euch etwas inspirieren. Lasst mich gerne wissen, was ihr von meiner Liste haltet und was euch noch fehlt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen hoch und abonniert diesen Kanal. Vielen Dank fürs Einschalten, haut rein und bis zum nächsten Mal. Peace!